Meine lieben Mittelalterfreunde, seid gegrüßt. Und wie immer, herzlich willkommen zurück. Es geht weiter in unserem kleinen Dörfchen. Wir haben hier beim letzten Mal die Schmiede angefangen. Da machen wir auch bald weiter. Wir brauchen nur Bretter und wieder jede Menge Holzstämme. Ich werde schon mal in den Wald gehen. Ich habe auch eben schon mal in die Verwaltung geguckt. Es sind wieder einige Häuser ein bisschen, kaputt gegangen. Die werden wir jetzt gleich wieder reparieren. Und dann gucken wir mal, ob wir hier mit unserer... Ach, guck mal, er hackt schön. Mit unserer Quest dann weiterkommen. Denn wir brauchen noch einfache Schuhe, Hose und ein Leinenhemd. So, wir sammeln erstmal wieder ein paar Stöcker hier. Zack. Die werden wir garantiert gleich brauchen. So, und dann gehen wir ein bisschen außerhalb und machen erst einmal ein paar Bäumchen weg. So. Ich würde sagen, hier, der hier sieht gut aus. Den hauen wir um. Zack. Und zack. Jo, das gab Stöcker, Federn und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles. So, flott eingesammelt. Hier hängt auch noch einer. So. Den nehmen wir auch weg hier. Und flop. Huch. So, und dann sind wir auch gleich wieder überladen. Denke ich mal. Aber ich denke mal, vielleicht noch eine Birke mitnehmen. Zack. Und Bums. Jawohl. So, jetzt tragen wir zu viel. Dann gehen wir zurück. So. Ah, sind wir doch ganz schön weit gelaufen. Lustig. So, was haben wir hier? Beeren. Ah, die sind noch nicht reif, ne? Das wird wohl noch ein bisschen dauern. So, aber ich hole schon mal den Bauhammer raus. Tü-tü-tü. So. Siehst du, wieder eine Wand fertig. Noch eine. Da kommt nichts hin. Wie sieht es hier oben aus? Fehlt da noch Bretter? Okay. Was klar. Oh, guck mal, er ist auch fleißig. Wie schön. So, wir wollen Bretter. Viermal Brennholz, nee. So. Einmal eben hier, zack. Schön durchhobeln. Jawohl. Wird natürlich nicht reichen, ist mir klar. Aber können wir ja trotzdem schon mal reinmachen. Dann haben wir die schon mal aus der Tasche raus. Gut. Guck mal, hier liegt sogar ein Baumstamm. Können wir aber nicht nehmen, ne? Ne, sind keine mehr drin. Das ist aber in Ordnung. Wir wollen sowieso eben mal die Reparatur uns angucken. Das Fischerhaus war kaputt, das weiß ich. Was war sonst noch kaputt? Gute Frage. Auf den ersten Blick sieht alles ziemlich
gut aus. Ah, hier. Da oben. Okay, das war gerade gruselig. Ich weiß nicht, warum sie da so komische Lieder singt. Aber gut, wir lassen sie mal. So, da ist ein Dach kaputt. Hier ist eine Wand kaputt und das Dach ist auch hinüber. So. Hier auch. Zack. Jawohl. Gut, dann müssen wir auch bald wieder anfangen, die Häuser ein bisschen aufzuwerten. Wieder auf, also umrüsten vielmehr auf Stein. So. So, und jetzt glaube ich, fehlt noch das Fischerhüttchen. Wenn ich das noch richtig weiß. Okay. Gut, dann gehen wir rüber. So. Ja, alle sind fleißig. Das gefällt mir doch. Guck mal, hier unsere neuen Bäumchen wachsen auch. Toll. Einfach nur toll. Oh ja, ich sehe schon. Da hinten. Die eine Wand, ne? Ja. Aber wir haben Stöcker dabei. Gar kein Problem. Sonst noch was? Nö. Sehr schön. Gut, und wo wir gerade hier sind? Nehmen wir hier noch ein, zwei Bäumchen mit. Den hier zum Beispiel. Für Bretter, ne? Zack. Oh, der hängt fest. Warte. So. Besser. Nee, Bären will ich nicht. Ich will den Holzstamm. Genau. Zack. Und zack. Kriegen wir den auch noch mit? Nee, meine Axt ist kaputt. Okay, warte mal, kann ich eine herstellen? Uns fehlt ein Stein. Gut, kein Problem, hier liegt einer rum. So. Eben einmal gecraftet. So. Flup und weiter geht's. Jawohl. So. Mal eben schauen. Ja, komm her, den können wir auch noch mitnehmen hier. Soll sich ja auch lohnen. Bumm. So, wir tragen zu viel, das heißt, schnell nach Hause. Machen wir jetzt Bretter, machen die Schmiede fertig und dann suchen wir uns ein neues Projekt. Sägebock. Bretter. 12 Stück. Ja, das dauert jetzt wieder einen Moment, ne? Aber das kennen wir ja schon. Müssen wir halt ein bisschen warten. So, guck mal. 3 Stück haben wir. 4, 5. Ja. Hälfte haben wir. Neun. 3 Stück noch.
Zack. Und fertig. Danke. So. Bauhammer. Mal sehen, ob das reicht. Bin mir da ja noch nicht so sicher. So. Oh, das könnte knapp werden. So. Nee, das wird genau reichen. Geil. Perfekt. Ja, Schmiede 2. Toll. So, als nächstes hattet ihr angemerkt, eventuell die Küche zu machen. Finde ich auch eine gute Idee. Aber ich glaube, ich habe die noch gar nicht, ne? Küche 2. Da fehlt mir was an Technologie. Oder? Gebäude. Gewinnung. Brunnen, Mine, Grabungsschuppen, okay, zurück. Landwirtschaft. Produktion. Schmiede 3. Da, Küche 2, nee. Wir brauchen mehr Technologie, damit wir die kriegen. Ist aber in Ordnung. Habe ich notiert. So. Ich gehe mal kurz was trinken. Und ich hole mir eventuell auch nochmal eben was für die Zähne. Denn ich habe auch ein bisschen Hunger. So, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn? Ein Fischfilet. Pflaume. Oh, Pflaume ist fast vergammelt. Kein Fleisch. Wieso haben wir kein Fleisch? Okay, jetzt bin ich aber verwirrt. Okay. Warte mal kurz. Ich muss mal eben zu den Jägern. Da bin ich jetzt ja verwirrt. Das ist ja komisch. Oh. Ja, Fleisch ist ein bisschen wenig. Stimmt schon. Wir gehen mal mit dem Leder ein bisschen runter. Pelze gehen wir auch runter, weil jetzt ist ja nicht mehr so kalt. So. Leder gehen wir auch nochmal da. So. Okay. So, Schlückelein trinken. Trinkschlauch herstellen. Machen wir die mal wieder voll. So. Und dann trinken wir nochmal so. Perfekt. Gut, dann brauchen wir die nicht anbrechen. So, ich würde ganz gerne ein bisschen verkaufen. Ein bisschen Geld verdienen, wenn ihr versteht. So. So, ich habe noch 4 Bretter in der Tasche, die hauen wir da rein. Eisenerz habe ich auch in der Tasche, das brauchen wir auch nicht. Federn, die kann man drin lassen. Fleisch mit Soße, das gehört da nicht hin. Heiltrank, hölzerne Fiole. Johanniskraut kann rüber. Schuhe. Steinfleisch, Stock, Stroh. Tierfutter. Verdorbenes. Okay. Huch! So, was nehmen wir mit? Wir nehmen 2x Schuhe mit. Wir nehmen Federn mit. Holzbecher nehmen wir auch mit. Holzschale nehmen wir 10 Stück. Oder 11. Holzteller, ja, komm her. So, Hopfen. Hopfensetzling, hölzerne Fiole, da. Alter, haben wir viele davon. Krass, ne?
Ja, die waren fleißig, unsere Werkstatthandwerker da. Die haben ordentlich produziert. Ich nehme mal 60 mit. Kalk, oh, Kalkstein. Karottensamen, Weidenkorb, Kohlsamen, Leder. Leinengewebe. Löwenpelz. Oh, Pelzschuhe. Nehme ich auch mal 3 mit. Stein, Stein, Steinmesser, Tollkirsche. Trinktrank, Verdorbenes. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Düngen, das lassen wir alles drinnen. Das brauchen wir alles noch. Holzschaufel, Holzspäne, Holzteller, Hopfen. Ja, der Weidenkorb kann weg. Leingewebe, Löwenzahn. Ja, komm, wir nehmen die Pelzschuhe auch noch mit. Was soll das? Tonbewurf. Trinktrank. Haben wir 6 Stück von? Cool. Nehmen wir auch mit. Können wir alles verkaufen. Oh, hier einfach das Säckchen, ja. Nehmen wir auch 2 mit. So. Wir stiefeln mal los. Wir gehen mal zu unseren Nachbarn hier drüben. Eventuell machen wir unterwegs noch ein paar Äxte. Wenn wir ein paar Steine finden. Oh. Warum auch nicht? Guck mal, hier vorne liegen schon die ersten. So. Da auch. Zack. Oh, Zweige und Gänseblümchen. Wie schön. So, Stock und Stein. Hier auch wieder. So, machen wir mal eben Steinaxt. 3 Stück. So. Oh, und es wird dunkel. Da ist nämlich wieder diese leicht bedrohliche Musik. Speisemorchel. Können wir noch mal 2 Äxte machen? Voll gut. Ach, guck mal, einfache Schuhe. Muss ich mir merken. Ich darf nur einen verkaufen. Gut, dass ich das gerade sehe oben rechts. Das ist ja hier unsere Quest, ne? Jemand zu Hause? Nee. Ich möchte verkaufen. Falibor. What can I do? Trade is in my nature. So, einfache Schuhe kriegst du einmal. Einfaches Säckchen kriegst du zweimal. Dann bekommst du ganz viele Federn. Hier, Gänseblümchen kannst du haben. Holzbecher. So. Holzschale. Holzteller. Zack, kleiner Weidenkorb. Pelzschuhe. Oh, Speisemorchel nimmt er auch. Steinäxte. Zack. Stiefel. Trinktrank, ja, bitteschön. Okay. Dann haben wir mal eben 1500 gemacht. Fleisch mit Soße, ja. Komm, hier, kannst du auch haben. Heiltrank, nimm hin. Brauche ich alles nicht. Haben wir sonst noch was? Nö, den Rest behalte ich. Aber ich will mal eben gucken, was er so Schönes im Angebot hat. Holzrad. Dekorationsgegenstand. Guck mal, der hat 4 Ton. Interessant. Dankeschön. Ja, mach's gut. Da haben wir nochmal schnell ein bisschen gehandelt.
Fackel nicht ausgerüstet, okay. Wo ist denn die? Warte mal. Inventar. Ich habe gar keine Fackel mehr, ne? Ne. Aber ich kann eine herstellen. So. Ja, so ist gut. So, ich gehe jetzt absichtlich nochmal hier lang. Denn ich will mal gucken, ob eventuell irgendwie was Neues schon gespawnt ist hier. Na, ihr wisst ja, neue Jahreszeit und so, und dann liegt ja manchmal wieder was Neues rum. Aber bis jetzt sehe ich quasi nichts. Na gut, macht nichts, aber ich will noch mal eben zur Schneiderei. Ich will nämlich mal gucken, was man für eine Hose an Materialien braucht. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Wir gehen mal gucken. Ach, guck mal, wer sitzt denn hier? Kasimira. Okay, die hat eine Quest. Die lassen wir jetzt erstmal außen vor. So. Ach siehst du, dann können wir auch nochmal nach Tierfutter gucken. Wie viel haben wir noch? Füllen. Zack. Oh, sie sind beide groß und dick. Dung, sammeln. Aber eigentlich habe ich das eingestellt, dass das gesammelt wird, oder? Ja, wird gesammelt. Perfekt. Gut. Da bin ich dann zufrieden. So. Schneiderei. Schneidertisch. Wir brauchen ein einfaches Leinenhemd. Leinengarn zweimal und Leingewebe. Okay, Schema kaufen für 200. Nicht genügend Rohstoffe, okay. Und dann brauchen wir noch eine Hose. Kniehose, Hose. Schema kaufen für 200. Alles klar. Da auch wieder Leingewebe und Leingarn. Okay. Da muss ich wahrscheinlich am Spinnrad ja, Leingarn machen. Mit Flachshalm. Gut. Gut, gut, gut. Da muss ich mal eben in unser Lager schauen. So, was haben wir denn hier? Flachsheim haben wir da. Ich werde mal eben gucken. Nach Leinengewebe. Hab ich zweimal. Das ist gut. Und Leinengarn aus Flachsheim. Gut, dann nehme ich mir da mal ein paar raus. So. Okay. Freunde, wir werden hier zum Hobbyschneider. Wieder. Leingarn. Okay, was hatte ich gesagt? Achso, Leingarn, ja. Ja, ja. So, machen wir mal eben fertig. Dreimal. Im Dunkeln natürlich. Zack. Haben wir das auch.
Boah, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir die Hütte hier abfackeln, ey, so wie er das Ding da rausholt. Einfaches Leinenhemd, das machen wir jetzt. Oh. Jawohl. Fehlt nur noch die Hose. Uns fehlt Leingarn. Alles klar. Habe ich gerade nicht richtig gezählt. Mein Fehler. In Mathe war ich immer schlecht. Gut. Also nochmal 10 Flaxheim. Aber das ist voll cool. Eigentlich können wir das auch öfter machen. Oder mehrmals. Weil wir das ja sowieso brauchen, ne? Ist ja Quatsch, wenn wir da jetzt nur, weiß ich nicht, 10 Stück mitnehmen. Wir können ruhig mal 50 mitnehmen. Haben wir gleich ein paar mehr gemacht. So, oder 60, komm. Wir müssen ja auch nicht so geizig sein. Genau, so. Gehen wir zurück. So, und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich das, Lager da hinten hin gemacht habe. Das wäre jetzt auch zum Beispiel ein guter Tipp für Neulinge. Ich weiß nicht, ob wir Neulinge hier haben auf dem Kanal, aber baut euer Lager mittig, dann sind die Wege kürzer. So. Wir machen nochmal ein bisschen. Flupp. Das sieht gut aus. No, 5 von 6. Und fertig. Klasse. So, jetzt machen wir uns eine Hose noch. Hose. Ist zwar keine Hose, aber naja, passt schon. So, wir können jetzt quasi die, ach guck mal hier, Leinengewebe, könnte ich jetzt auch machen. Das ist ja lustig. Komm, wir machen mal 3. Haben wir das auch mal gemacht. Dann können wir unserem Sohn die Klamotten geben und da bin ich mal gespannt, wie die Quest dann weitergeht. So, zack. Perfekt. So, eventuell was essen wäre noch gut. Denn, ja, wir sind hungrig. Obwohl, wir können auch einfach schlafen, ne? Ich glaube, dann ist das auch wieder voll. So. Ich bin mal gespannt, kann ich ihn jetzt noch ansprechen oder ist das schon zu spät? Warum hat das so lange gedauert? Ich habe etwas zum Anziehen für deinen Freund. Toll, genau das, was ich brauche. Sonst noch was? Ehrlich gesagt, ja, ich brauche noch einen Hammer. Und wofür brauchst du einen Hammer? Er ist doch nicht für mich, er ist auch wieder für ihn. Ist das wirklich nötig? Was genau macht er damit überhaupt? Er ist Reisender und er will nach Hause zurückkehren, aber seine Kutsche ist kaputt, also muss er sie erst reparieren. In Ordnung, ich bringe dir deinen Hammer. Und es muss einer aus Metall sein. Ach komm. Kupferhammer. Gut. Quest aktualisiert. Aber wir legen uns erstmal hin. Erstmal schlafen. Bis zum nächsten Tag. So. Da wird man immer blind, ne? Wenn der Nebel da ist. Ganz schön heftig. So, Kupfer haben wir. Kupfer. Brauchen wir Kupferbahn, glaube ich, ne? Oder habe ich noch einen irgendwo? Ich weiß es nicht.
Kupferhammer, geil. Sehr gut. Alles da, was wir brauchen. Perfekt. Und das mit dem Essen hat nicht geklappt, sehe ich gerade. Wo ist er hin? Manfred, wo bist du? Oder habe ich mich gerade verguckt? Warte mal. Ach, der schläft noch. Okay. Hier ist dein Hammer. Ich fühle mich allerdings wie ein schlechter Vater, wenn ich ihn dir gebe. Gar nicht, du bist der Beste, den es gibt. Ich brauche nur noch eine andere Sache. Schon gut, was denn? Das hat er mir noch nicht gesagt. Ich soll bis morgen warten. Kommst du da nochmal? Du weißt, das werde ich, du kleiner Plagegeist. Okay, warte auf den nächsten Tag. Alles klar. Na dann kann ich mich ja wenigstens mal eben um andere Sachen kümmern, ja? Wir fragen mal hier, was sie möchte. Kasimira. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was gibt's? Ich habe vor, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt noch etwas Ausrüstung. Kannst du mir sie besorgen? Sicher, das wird nicht allzu lange dauern. Gut, was braucht sie? Sie braucht wahrscheinlich... Ein Bogen, natürlich. Braucht sie einen Bogen. Müsste ich haben. Im Lager. Glaube ich. Oder? Recurve-Bogen. Zählt das? Nee. Zählt nicht. Kacke. Langbogen. Das ist ja doof. Muss ich den jetzt selber herstellen? Gut, dann würde ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht, ne? Weiß auch gar nicht, was man dafür braucht. Wahrscheinlich Leingarn. Für die Sehne. Oder? Werkbank. Steinwerkzeuge, Steinwaffen, Holzwaffen. Bogen. Ach so, ein Holzstamm fehlt. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich muss nochmal eben ein bisschen weiter weg. Und ich sehe, wir müssen gleich in die Verwaltung gucken. Da läuft wieder was nicht ganz rund. Wahrscheinlich haben die Hunger, weil die Jäger jetzt nicht hinterherkommen. Blöder Ahorn. Zack. Zack und zack und zack. Verwaltung. Brunnen. Häuser sehen gut aus. Die Jagd. Fischerhütte. Hat kein Werkzeug. Ich brauche ein Messer. Und ein Fischbär. Okay. Können wir gleich eben machen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Produktion. Küche, ja. Schmiede, was ist da los? Kein Arbeiter. Was? Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ich hatte ja... Oh, ich bin so blöd. Ich hatte den ja... Das ja umgebaut und deswegen... Ist der da ja nicht mehr... Ja, Mistwind muss da rein. So. Ist das Problem schon mal erledigt? Werkstatt. Ich könnte noch einen zuweisen, wenn ich das wollte. Lager. Na, oh, Nahrungsmittellager ist kaputt. Was? Okay. Gucken wir gleich.
Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, genau, ich wollte den Bogen machen. Jetzt komme ich selber schon durcheinander. Da, Bogen. Ich mache gleich den Bogen und dann mache ich gleich Fischspäne hinterher. Oh, das hat sich ja gar nicht gut angehört. Fischbär da. Der kloppt da drauf rum. Eieieiei. Batz. Batz. So. Okay, uns fehlen Steine. Alles klar. Holen wir gleich. So, wo ist denn jetzt hier die gute Kasimira? Oh, hier ist Mehl drin. Hä? Ach, die ist hier drin, okay. Alles klar, sorry, ja. Albreda. Da. Hier, dein Bogen. Bisschen Fleisch haben wir auch bekommen. Das ist cool. Können wir nämlich direkt hier auf den Grill schmeißen. Zack. Oh, das läuft ja wieder heute. Richtig, richtig gut. Eine Aufgabe nach der anderen erledigt. Schmiede aufgerüstet. Das gefällt mir. So, aber erstmal brauchen wir jetzt einen kleinen Snack zwischendurch. Deswegen hauen wir uns erstmal hier. So. Perfekt. Nicht viel, aber das reicht erstmal. So, dann machen wir noch Messer fertig. Neue. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Stein. Komm her. Ich will den Stein, hallo. Ich will die Bären nicht. Gibt's ja wohl nicht. So. Zack. So, Messer. Herstellen. 4 Stück. Zack, 2 von 4. Drei von vier. So, hier. Schön aus dem Bach trinken. Dreck reinigt ja bekanntlich den Magen. So, Steinmesser, wie viel kriegt er? Ach, der hat noch welche. Okay. Fischbär. Bitteschön. So, dann. Ach komm her, wir nehmen unreife Bären schon mit. Hauen wir in den Kompass gleich rein. Dann, haben wir da wieder ein bisschen was da rumgammeln kann. Für Dünger auch. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr kennt das ja. So, ja, komm her. Nimm ruhig mit. So. 100 Stück. Okay. So, schönen guten Tag, Mädels. Ich habe euch Messer mitgebracht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. 4 Stück. Bitteschön. Könnt ihr wieder fleißig arbeiten.
So, was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch. Schon wieder vergessen in den ganzen Trubel. Ach ja, genau, hier. Hier. Hier ist nämlich auch noch eine Quest. Der Kräutermann wahrscheinlich, ne? Oder? Osmund. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du mir einen bringen? Na klar. Das machen wir doch gerne. Er will auch einen Kupferhammer. Interessant. Hallo, Schweini. Ich glaube, einen müssten wir noch haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lasst uns mal gucken. Jo, da ist er. So, dann bringen wir ihn den Kupferhammer, dann ist er auch glücklich. So, bitteschön. Und wieder eine Quest beendet. So, jetzt gucke ich mir aber nochmal eben Dingensbummens an hier. Weil unser Nahrungsmittellager soll kaputt sein. Da oben, ja. Okay. Jetzt nicht mehr. Klasse. Hatte ich sogar noch zwei Holzstämme in der Tasche. So, mal gucken, wie sieht es aus mit Fleisch? Ist schon was drin? Jo, ja. Hat geklappt. Das ist schön. Das ist richtig, richtig schön. Trockenfleisch ist auch schon wieder da. Na, geht doch. Mensch. So. Okay, dann lasst uns noch mal eben gucken, wie viel Technologie ich jetzt noch brauche für die nächste Küche. Okay, reicht nicht. Schade. Aber eventuell können wir ja, warte mal, ein paar Rezepte freischalten, oder? Fleisch mit Soße, Eintopf. Kein Material. Lasst uns mal gucken. Gesperrt. Wie entsperre ich das? Geht wahrscheinlich nur, wenn... Ah ja, okay. Über die Technologie, ne? Hartnäs. Überlebenstechnik. Produktionstechnik. Da, Küche. Da gehen wir mal rein. Roggenbrei. Roggenkorn und Holzschale. Rühreier. Quark. Einmal mit saurem. Ja, komm. Haferbrei können wir machen. Das können wir machen. Ja, Eier haben wir noch nicht. Quark haben wir auch nicht. Milch. Näherei. Werkstatt. Fackel. Tonvase, Ton. Ah, von den Dingern halte ich ja nichts, ne? Wollgarn. Guck mal hier. Pelzstiefel. Stiefel. Ja, Gürteltasche. Aha. Das zählt aber zur Technologie dazu, ne? Näherei 2, 750 Punkte. Aha. Wolga. Ja, ich weiß auch nicht. Was könnte ich denn da mal machen? Ich muss das ja auch an Materialien haben, ne? Hier, kurzärmelige Tunika. Nehme ich.
Kniehose, Mütze. Okay, das war nicht klug, warte mal. Hitzeschutz, Wollstrumpfhose. Ah, Wolle habe ich nicht. Wir können aber die Stiefel noch machen, oder? Für 500? Oder nehmen wir die Gürteltasche? Nee, geht. Naja, komm. Wir nehmen die Pelzstiefel. Minus 10 Hitzeschutz plus 20 Kälteschutz. Ach komm, wir nehmen die Pelzstiefel. Was soll das? Komm, egal. So, dann haben wir jetzt noch. Wie viel übrig? Küche. Da könnte ich auch noch mal rein. Quark. Rührei. Okay, jetzt sind wir pleite. So, mal eben gucken. Huch. Okay. Dauert noch. Aber es ist in Ordnung. Wir haben schon wieder was freigeschaltet. Das passt. Das passt. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal hier rüber und lass die ein paar schöne Stiefel machen. Weil der Winter kommt garantiert. Leingarn. Guck mal, Leingarn können sie auch machen. Wir haben nämlich genug Flachs. Huch. Hab ich mich doch tatsächlich verklickt. Nehmen wir die Pelzschuhe ein bisschen runter. Machen wir da, weiß ich nicht, 30. Dann machen wir auf Leingarn. Dann haben wir das auch mal immer ein bisschen am Start. Leingewebe ist auch ganz gut, glaube ich. Haben wir jetzt kein Material, ist klar. Weil was fehlt. Da 15. Kurzärmelige Tunika. Können wir auch mal machen. Einfaches Leinenhemd. So, gehen wir hier wieder ein bisschen runter. Da auch. Machen wir die Hosen nämlich auch gleich mit. Und die Schuhe. Ne, die Schuhe nicht. Wir machen die Pelzstiefel für den Winter. Kleine Gürteltasche. So, guck mal. Haben wir das voll ausgeschöpft. Und ich würde sagen, der perfekte Zeitpunkt, um ein kleines Päuschen zu machen. Wir sind bei 48 Minuten. 45 wollten wir eigentlich machen. Ich denke, das passt. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Wir sehen uns bald wieder mit einer neuen Folge. Und dann geht's hier weiter in unserem wunderschönen Dörfchen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, tschö. Mit Ö.